Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich zusammen mit euch die Badezimmerbox von Eulenschnitt auspacken. Und wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, dann bleibt doch bitte dran. Ja, ich habe mir die Badezimmerbox, die es jetzt bei Eulenschnitt gab, bestellt. Ich hatte Produkte von Eulenschnitt und auch die Muttertagsbox auf dem Kanal von der lieben Miri und von der lieben Nadine. Ich verlinke euch die Kanäle mal hier oben. Da könnt ihr auch gerne vorbeikommen, gucken. Da hatte ich Produkte gesehen, die haben da sehr viel mit Holz und natürlich und nachhaltige Produkte. Und da waren so ein paar Sachen dabei, die mir ganz gut gefallen haben. Deswegen habe ich jetzt mal bei der Badezimmerbox zugeschlagen. Unten in die Infobox schreibe ich euch auch die Seite hin. Also die Box kann man jetzt nicht mehr bestellen, soweit ich weiß. Wenn doch, dann packe ich euch den Link auch unten in die Infobox rein. Aber ihr könnt ja dann gerne mal bei Eulenschnitt vorbeigucken. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt auf diese Box. Und ich finde das total süß. Hier ist so ein Aufkleber drauf. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt in der Kamera lesen könnt. Aber hier steht drauf, nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich machen. Finde ich, ist schon mal ein guter Start, deswegen machen wir sie jetzt mal schnell auf. So, und hier in der Box liegt dann hier diese Karte nochmal. Also der gleiche Text wie bei dem Aufkleber. Nimm dir Zeit für Dinge, die dich glücklich machen. Die lege ich zur Seite, die packe ich mal in eine Verlosungsbox oder Geburtstagsbox oder so. Mal gucken, auf jeden Fall. Sowas finde ich immer total süß. Ja, und dann liegt hier auch noch ein anderes Zettelchen drin und das ist so ein Zettel, dass die sich darüber freuen, dass man die Badezimmer-Überraschungsbox gekauft hat. Und ich lese mal die anderen Sachen noch nicht vor, weil ich möchte erstmal sehen, was drin ist. Ja, hier ist dann auch wieder so ein Papierchen. Die Box, die ist sehr leicht. Ich bin echt gespannt. So, und das hier liegt oben drauf. Da steht drauf, Hey Lovely Sticker, Hey Lovely, Format 27x9,4 cm, Farbe Weiß. Das ist ein Spiegelsticker. Ist hier irgendwie sehen? Ach, genau. Könnt ihr das so da durchsehen? Ich hoffe ja, weil da steht nämlich hier Hey Lovely. Dann kann man das abziehen und aufkleben. Ja, finde ich ja cool. Also es ist dann dieser Schriftzug, der hier vorne drauf ist. Ja, das ist schön. Das werde ich auf jeden Fall auf meinen Spiegel machen. Sowas mag ich immer. So, fängt auf jeden Fall schon mal gut an, diese Badebox. Ja, Badezimmerbox. So, und dann ist hier ein Kärtchen und das ist, ich glaube, das heißt Balancing Body Oil Number One. Hello Sue. Und das ist unser ausgleichendes Körperöl aus den naturreinen Ölen, wirkt feuchtigkeitsspendend und beruhigend. Dein idealer Begleiter für die tägliche Pflege. Und hier stehen auch die Incis drin, also Aprikosenöl, Olivenkernöl, Vitamin E, Ylang-Ylang-Öl, Zedernholzöl, Sonnenblumenöl, Sandelholzöl, Bergamottenöl und Lemongrassöl. Und Duftstoffe aus natürlichen ätherischen Ölen. Es ist 100% natürlich und vegan, nicht an Tieren getestet, made in Germany. Ohne Parabene und Alkohol und hält 12 Monate. Okay, cool. Mal gucken. Das ist dann hier dieses kleine Fläschchen. Das ist das Body Oil. Das ist ja cool. Also ich benutze normalerweise so Körperöl nicht so gerne, aber das hier, das werde ich einfach mal ausprobieren. Denn so von den Inhaltsstoffen hört sich das für mich erstmal gut an. Ich habe keine Ahnung von Inhaltsstoffen. Also na, ob da jetzt irgendwas drin ist, was vielleicht nicht so gut ist oder so. Oder ob ich das vertrage, weiß ich auch nicht. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Sieht auf jeden Fall süß aus. Und ich werde es aber jetzt mal zulassen, da ich erstmal noch so viel Bodylotion auf habe. Und ich möchte das jetzt noch nicht aufmachen. Deswegen kann ich es jetzt nicht sagen, ob es gut riecht. Aber von den Ölen, die da so stehen, hört sich das ziemlich gut an. Und ich denke, das wird auch gut riechen. So, dann nehmen wir mal das hier. Das ist Glasspender Handcreme aus Braunglas, 250 Milliliter. Gucken wir mal rein. Oh, da ist sogar so ein Ersatz dabei. So ein Deckelchen. Ah, da ist ein Deckel dabei. Dass man das hier abdrehen kann und die Flasche zudrehen kann. Das ist ganz gut, weil man das mal
zur Seite stellen will oder so. Auf jeden Fall eine schöne braune Flasche, steht hier vorne Handcreme drauf und da Eulenschnitt. Sehr cool, kann man hier quasi eine Handcreme reinfüllen und dann hat man so einen schönen Pumper. Der sieht aber auch wirklich süß aus. Finde ich schön, gefällt mir. Ja, wird auf jeden Fall in mein Bad wandern. Ob ich da jetzt wirklich Handcreme reinmache oder ob ich da Seife reinmache, weiß ich noch nicht. Aber es ist an sich eine coole Sache. Und ich habe gesehen, die haben jetzt auch so für Seifen Spenderchen bekommen, neue. Ja, da sind auch ein paar süße Fläschchen dabei. So, ich will das mal wegräumen. Ah, das ist gut. Das wollte ich mir jetzt eigentlich nochmal neu kaufen. So eine Nagelbürste, die finde ich eigentlich ganz praktisch, aber die benutze ich nicht nur, um meine Nägel oder so sauber zu machen. Auch ab und zu mal zum Putzen oder so, aber den hier natürlich nicht, weil der ist total süß. Hier steht auch wieder Hey Lovely drauf. Und ja, sowas kann man halt immer brauchen. Praktisch ist halt auch, dass hier so eine Schlaufe drin ist, dann kann man das auch an so einen Haken hängen und dann trocknet das besser. Ne? Dann, und es sieht halt süß aus. Ja, coole Sache. Ist hier noch ein schönes kleines Säckchen. Auf jeden Fall riecht es ja auch aus der Box gut raus. Oh, was ist das denn? Ach, wie cool, das ist ein Bimsstein in so einem Holz, mit so einem Holzgriff. Und da steht drauf, Love Yourself. Oh, das ist ja cool. Das finde ich mal richtig cool, weil dann kann man das gut festhalten, weil ich mag das eigentlich nicht, so einen Bimsstein anzufassen, so die ganze Zeit. Finde ich nicht so cool. Und hier mit so einem Holz dran, das ist ja praktisch und sieht obendrein wirklich super süß aus, weil dann kann man das nämlich so hinlegen. Dann trocknet das gut und es ist hübsch, einfach hübsch. Ja, cool. So, und dann kommen wir zu dem, was gut riecht. Das ist nämlich hier dieses Zettelchen, das ist hier diese Seife. Die riecht gut. Rein pflanzlich 100 Gramm. Und dann ist hier hinten, was steht da? Hamburger Seifenkontur, glaube ich, soll das heißen. Ist hier hinten drauf, eingeprägt. Lesen wir mal kurz durch. Ein Stück Hamburg für dein Zuhause, handgemacht in Marseille vom Hamburger Seifenkontur. Also alle Seifen wurden in Marseille hergestellt und sind vegan, rein pflanzlich und palmölfrei. Und die Inhaltsstoffe, die kann man sich auf seifenkontur.com kann man die nachlesen. Aber oh, die riecht wirklich super gut. Da freue ich mich, wenn ich die ins Badezimmer lege gleich. So, dann liegt hier noch sowas Kleines mit so einem Herzchen-Banderole drum. Auch süß. Da auch, wie süß. Hier ist so ein kleines Herz reingemacht. Och, das ist ja toll. Dann hier mit so einem Eulenschnittzettelchen, das fühlt sich total toll an. Ich muss mal bei denen auf der Seite gucken, ob ich rauskriege, was genau das ist, weil das ist wirklich sehr, sehr weich. Fühlt sich schön an und ist total süß. Und sowas würde ich halt für mein Gesicht benutzen, zum ja, den Reinigungsschaum runterzunehmen oder so. Finde ich ganz praktisch, sowas auch voll süß. Sehr schön. So, und dann kommen wir zu dem letzten. Was ist das? Ach, das ist ein Beutel. Wie cool ist das bitte? Woraus besteht der denn? Auch wieder hier Eulenschnitt und dann dieses Herzchen. Total cool. Ich weiß auch schon, wofür ich das nehmen kann. Gerade nochmal bei denen auf diesen Zettel gucken. Hier haben sie. Aber das hier ist ja cool. Ich glaube, hier mache ich meine Mikrofaser Waschläppchen rein. Weil ich habe so viele von denen. Im Moment reicht die Box, die ich dafür habe, nicht. Und das kann ich mir schön oben drauf stellen. Das sieht schön aus. Und dann kann ich die einfach die sauberen reinwerfen. Dann sind die schön aufbewahrt und es passt schön in mein Badezimmer rein.
Cool. Weil ich hatte noch überlegt, mir noch so was Ähnliches zu kaufen, weil ich das für die Kleinen, die ich fürs Auge brauche oder für diese kleinen, runderen Mikrofaserpads oder die habe ich auch welche mit Baumwolle. Die habe ich schon in so ein kleineres Gefäß gepackt, aber für die größeren habe ich ja die Washis und auch so andere, habe ich einfach mehr und die nehmen halt auch einfach mehr Platz weg. Ist das hier echt super praktisch und das sieht wirklich schön aus. Ich guck mal, ob ich rausfinde, wo draus der ist, weil der fühlt sich ein bisschen an wie Papier oder so. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Sieht auf jeden Fall super schön aus. Mal gerade gucken. Ja, genau, hier steht's auch. Limitiert. Waschbarer Aufbewahrungskorb aus Papier. Finde ich super cool. Der gefällt mir gut, der wandert sofort. Nein, alles wandert sofort in mein Badezimmer. Ohne Witz, das ist wirklich schön. Ach ja, und der Waschlappen ist aus Bambusfasern. Ja, dann habe ich jetzt den dritten, weil ich hatte schon mal in anderen Boxen so Bambustücher. Die finde ich super cool. Die sind super angenehm fürs Gesicht. Ich mag die sehr gerne. Schön. Das ist dann eins, was dann später auch hier in diesem Aufbewahrungsgefäß landen wird. Genau, der Bimsstein, den finde ich ganz toll. Die Nagelbürste ist schön. Der Sticker ist toll. Die Postkarte gefällt mir. Ach, und das ist Hello Sue. Ach, genau, weil das ist ein, haben sie hier auch auf der Karte geschrieben. Heute können wir euch auch endlich von unserem Herzensprojekt Hello Sue erzählen, an dem wir seit 2 Jahren herumfeilen. Vielleicht hast du schon das kleine Pröbchen in unserer Box entdeckt. Also das ist dann neu bei Eulenschnitt. Finde ich ziemlich cool. Ich werde es ausprobieren und euch mal erzählen, wie ich es finde. Bin mal gespannt, weil wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan von so Körperöl. Ich probiere es aber dennoch mal gerne aus. Schadet ja nichts. Bin echt gespannt. Aber ich finde die Box wirklich hübsch. Also das, was hier drin war, das hat mir gut gefallen. Aber sowas ist ja auch immer Geschmackssache und ist ja auch immer der Frage, ob man ja die Sachen mag und ob einem das auch nicht zu teuer ist. Denn ganz günstig ist das natürlich alles nicht, was es da so zu kaufen gibt. Aber mir hatte jetzt einfach die Box, die Miriam gezeigt hat oder Miri auf ihrem Kanal, hatte mir ganz gut gefallen. Da war zwar das ein oder andere drin, was jetzt nicht unbedingt meins ist, aber es ist halt ja auch eine Überraschungsbox. Man weiß ja vorher nicht, was drin ist. Dennoch finde ich sie wirklich gelungen, diese Badezimmerbox. Und auch die Seife, die riecht so toll. Das könnt ihr euch leider nicht vorstellen, weil ihr sitzt hier nicht und es gibt noch kein Geruchsfernsehen. Beziehungsweise Geruchsvideo, Fernsehen. Ja, riecht man es leider nicht, aber die riecht wirklich toll und ich finde diese Zusammenstellung wirklich gut. Das ist echt gut gelungen. Das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass ich was bei Eulenschnitt gekauft habe. Ich finde es wirklich schön. Da ich mittlerweile auch so Holz schön finde, und das ist aber auch ja was, das ja, ist ja bei jedem anders. Der eine mag es, der andere nicht. Mir gefällt's. Ich bin froh, dass ich sie mir geholt habe. Lieben Dank, Miri und Nadine, dass ich das bei euch auf euren Kanälen gesehen habe. Sonst hätte ich es wahrscheinlich, sonst hätte ich mir die Box ja auch nicht geholt. Ja, daher vielen lieben Dank, ihr beiden, fürs Influencen. Ja, süß gemacht auf jeden Fall. Coole Sache. Ihr könnt ja auch gerne mal bei Eulenschnitt, die haben auch ein Instagram-Profil, da könnt ihr mal vorbeigucken, die posten immer schön so ein bisschen Videos. Hier hat man auch gesehen, wie sie die Boxen gepackt haben. Natürlich nicht, welche Produkte reingekommen sind, aber die Massen an Boxen, die gepackt worden sind. Und da werden auch immer mal die neueren oder die Neuigkeiten oder neuen Produkte vorgestellt. Und das finde ich eigentlich immer ganz interessant, deswegen habe ich die natürlich auch abonniert. Ja, schreibe ich euch aber alles unten in die Infobox, da könnt ihr das schön nachlesen. Ich blende euch einfach hier nochmal dieses Kärtchen gleich als Foto ein hier. Dann könnt ihr das nochmal ein bisschen nachgucken, wie die Sachen heißen. Und ja, also für mich hat sich die Box gelohnt. Ich freue mich, dass ich sie mir geholt habe. Und ja, lasst mich doch mal gerne wissen, wie es bei euch so ist. Ob euch die Box gefallen hat, sind da Produkte dabei, die ihr gut findet, Produkte dabei, die ihr nicht gut findet. Würde mich einfach mal interessieren. Damit wären wir denn jetzt auch wieder am Ende von meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.